Ja, Hügelgräber sind so Massengräber gewesen, was gerne die Kelten und so angelegt haben für ihre Verstorbenen, also die keltischen Stämme. Die hatten dann nicht Einzelgräber, sondern ein Hügelgrab, sozusagen einen Gesamtfriedhof. Ein Gemeinschaftsfriedhof. Hier geht's nicht weiter. Der andere Wolf ist, glaube ich, abgehauen. Und Dünar hier hat eine Stufe auf. Einen Stufenaufstieg. Sehr schön. Eine Stufe höher. Waffe kann sie nicht lernen. ETW hat sie 18. Aber sie hat schon mal 24 Lebenspunkte, was sehr gut ist. So, wir können ihr einen weiteren Zauber hier beibringen und einen hier. Feuchtbannen. Gesinnung erkennen. Geben wir hier nochmal Stärke. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. So. Okay. Hier gibt's nichts. Auch gut zu wissen, dass es hier nichts gibt. Außer ein bisschen grüner Fläche. Also ja, man sieht, dass es hier ist wieder ziemlich verworrenes Gebirgsgebiet. Davon haben wir auch noch ein bisschen was vor uns. Also es ist ja immer schön zu sehen, dass sich die Gebiete einigermaßen abwechseln. Also wir hatten schon Wälder, wir hatten Gebirge. Wir hatten das Dorf der Xwarte, die nicht so glücklich über unseren Besuch waren. Ja, mehr waren wir halt noch nicht viel. Außer halt in Kerzenburg. Für die Gerechtigkeit. Hallo Wolf. Dies ist mein. Hallo Huhn. Gag, war. Doc, Doc, Hilfe. Doc, Doc. Seit wann kann ein Huhn um Hilfe rufen? Danke, Gag. Ihr habt mich, Gag, gerettet. Ja, ich glaube, ihr seid kein gewöhnliches sprechendes Huhn. Ich fürchte, ich habe zu viel Schläge aufs Hirn gekommen. Demnächst höre ich noch Hamster sprechen. Das ist übrigens Minsk, der da gerade sprechen kann. Ah, teuflische Magie ist am Werk. Dieses Huhn ist besessen, der Vogel ist verhext. Nein, ich glaube, ihr seid kein gewöhnliches sprechendes Huhn. Das tut ihm Bo ins Ohr quietschen. Ich hoffe nur, dass Gag nicht ernst gemeint ist, was ihr da Gag mit mir treibt. Ich bin wirklich kein gewöhnliches sprechendes Huhn und ich brauche eure Gag-Hilfe. Nein, ich weigere mich, diese Unterhaltung einen Schritt weiterzuführen. Wenn bekannt wird, dass ich meine Tage damit verbringe, mit Geflügel zu sprechen, werde ich zum Gespräch von ganz bald das Tor. Tut mir leid. Nein, wir sind natürlich neugierig. Verzeiht mir, verehrtes Huhn. Warum befindet ihr euch in solch einem Zustand? Dank dir, Gag, unter allen Zaubers. Vielleicht hört dieser Albtraum. Also, dank dir, Mutter allen Zaubers. Vielleicht hört dieser Albtraum ja jetzt endlich auf. Ich bin Melikem von Berikost, ein Zaubermeister der mythischen Künste. Und du hast dich selbst in einen Huhn verwandelt, nehme ich an. Mein jetziges Aussehen liegt wohl daran, dass ich einen Zauberspruch falsch abgelesen habe. Vor mehr als einem Monat habe ich einen Verwandlungsspruch versucht und seitdem kann ich einfach nicht mehr zu meinem normalen Aussehen zurückkehren. Also ja, Dünar hier schreitet ein. Ich habe ein bisschen Ahnung von Magie. Könnt ihr diesen verflixten Zustand nicht aufheben? Würde Dünar hier jetzt sagen. Vermutlich ist es eine göttliche Strafe für irgendein früheres Vergehen oder Fehlverhalten. Da mische ich mich nicht ein.
Das wäre für einen rechtschaffen guten Paladin vielleicht die Aussage. Den haben wir allerdings nicht in der Gruppe. Talisa ist ja noch Kriegerin. Gibt es jemanden, der euch helfen könnte? Ich fürchte, ich habe nicht viel an magischen Kräften. Nee, könnt ihr diesen verflixten Zustand nicht aufheben? Ich würde ja gern. Aber der Gegenzauber überstreckt meine Hände. Besser gesagt, ich habe alle Zaubersprüche, die ich auswendig kann, schon probiert. Und jetzt komme ich nicht an mein Zauberbuch heran. Besitzt ihr oder jemand von euch die Fähigkeit, einen solchen Zauberspruch zu sprechen? Wir hätten Magie aufheben. Einmal als Rolle, aber die möchte ich jetzt nicht unbedingt an einem Hut verschwenden. Es ist ein Zauberspruch, den weder ich noch meine Kameraden zu diesem Zeitspruch aussprechen können. Das stimmt allerdings so gesehen, weil Dünner hier kann den Spruch noch nicht selber. Können wir sonst noch etwas für euch tun? Verdammter Mist, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die unangenehmste Möglichkeit. Unmittelbar westlich von Berikos gibt es einen Turm, wo der Magier Talantiert anzutreffen ist. Ich bin sein Lehrling und ich bin mir sicher, dass er mir helfen wird. Gerade eben hast du noch von Zaubermeister geredet. Dabei bist du nur ein Lehrling. Dann lasst uns zu sein. Obgleich ihr ein Lehrling seid, scheint ihr nicht sicher zu sein, ob er bereit sein wird, euch zu helfen. Dann lasst uns zu diesem Wohnsitz gehen. Hab Dank. Er ist westlich von Berikos. Talantiert lebt dort in einem großen Herrenhaus. Bis wir diesen Ort erreichen, pushe ich mich so lange in euer Bündel. Hey, Minsk, der Tierdoktor. Ja, Malikamp das Huhn. Hühner sind flugunfähige, gezähmte Vögel, die nicht nur wegen ihres zarten Fleisches, sondern auch wegen ihrer Eier geschätzt werden. Eines allmorgendlichen Leckerbissens auf vielen Bauernhöfen wie auch in den Städten der Schwertküste nur ungern verzichtet. Ja. Was? Obwohl ich bezweifle, dass die Eier von diesem Huhn genießbar sind. Gut, das heißt, unsere nächste Station, sobald wir dieses Gebiet hier fertig haben, wenn er schon einen Monat ein Huhn ist, wird er den einen Tag auch noch überleben. Anders als der Tote, den wir tagelang mit uns rumgeschleppt haben. Upsi. Ja. Wollen wir uns wenigstens noch das Gebiet hier fertig anschauen. Nach Norden geht es ja wahrscheinlich dann zur hohen Hecke. Hier raus irgendwo. Genau, hohe Hecke. Gut. Aber das schauen wir uns dann später an. Wir gehen jetzt erstmal querfeld ein. Wir decken also hier rum auf. Und dann den oberen Rand, der noch übrig ist. So, hier lang. Sagt, was ihr wollt. Oh, mal wieder ein Reisender. Was willst du denn? Nein, bleib stehen. Am Ende ist diese Verrücktheit noch ansteckend. Beruhigt euch, was ist das denn für ein Wahnsinn, von dem ihr sprecht? Ich bin schon mein ganzes Leben lang Kaufmann auf dem Land und kenne mich deswegen mit Geflügel aller Art ein bisschen aus. Aber da im Osten ist eine teuflische Henne unterwegs und als ich sie hochhob, sprach sie mit menschlicher Stimme zu mir. Entweder hat mich ein schlimmes Fieber ergriffen oder diese Henne ist von einem bösen Geist aus den tiefsten Tiefen der neunten und letzten Hölle besessen. Ja, nein. Heute habe ich den verrückten Kisik getroffen, der leider nicht so verrückt ist, weil wir haben das Huhn bei uns. Er wirkte ziemlich verwirrt wegen eines angeblichen Zusammentreffens mit einem sprechenden Huhn. Ich zweifle wirklich an seinem Geisteszustand, aber andererseits kann ich der Versuchung solcher Art Abenteuer kaum widerstehen. Was, eine Art Abenteuer mit einem Huhn zu sprechen? Er behauptet, ich finde das Huhn östlich von ihm, falls ich jemals diese Sache weiter nachgehen wolle. Ich habe einen unglückseligen Zauber in Gestalt eines Huhns getroffen. Ich soll ihn zu Talantir westlich von Berikos bringen. Ja, wo sind wir eigentlich? Achtung, Wölfe. Du bist kein Wolf. Du bist was Tolleres. Du bist nämlich ein Hirnloser. Räuber. Oh, ihr seid viele Hirnlose Räuber.
seinen Kopf drehen, dann bist du tot. Ja, die immer denselben Spruch bringen. Ja? Dann hab ich... Was wolltest du? Nichts leichter als das. Ihr könnt ruhig ein bisschen was helfen. Dann hab ich ihn gegen seinen Kopf. So, der eine ist ein bisschen verunsichert. Was? Dann prügeln wir ihn mal nieder. So. Ja, Räuber sind was Schönes. Die haben nämlich Räuber-Skalps bei sich. Und Pfeile und Geld. Wir müssen ja gucken, dass wir wieder auf unseren Status Quo irgendwie kommen, was das Geld angeht. Dein Inventar ist auch wieder voll. Dann nimm du mal die Sachen. So, gucken wir uns weiter um. Noch mehr Pfeile, noch ein Räuber-Skalp. Ich denke mal, Pfeile haben wir jetzt wieder zur Genüge. Habe ich dich schon geplündert? Nein. So. Ja, die Pfeile zu Imoen. Gut. So. Ihr Inventar ist auch schon ziemlich voll. Aber sie hat wenigstens 6 Packen Pfeile noch dabei. Gut, dann geht's da lang weiter. So. Hallo Eichhörnchen. Du bist kein sprechendes Eichhörnchen, hoffe ich. Zu viel sprechende Tiere an einem Tag sind nämlich nicht so gut. Hallo Wolf. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Also Achtung, Wölfe stimmt hier schon mal. Achtung, Räuber könnten sie auch noch aufstellen. So, weg mit den Wölfen. Dadurch dürfte... Na, ja, Jira ist noch ein Stück weg von ihrem Level ab. Sie braucht immer noch... Na, das Doppelte eigentlich von 400. Fast 800. 330, 660 Erfahrungspunkte braucht sie noch, weil sie ja ihre Erfahrungspunkte aufteilt. Das heißt, wir müssen noch ein paar Missionen erfüllen und Aufgaben und Gegner töten, bevor sie ihren Level up als Druidin hat. Was im ersten Teil ein bisschen schlecht ist, ist, dass Druiden relativ spät einen besseren Heilzauber kriegen übrigens. Wir sind nämlich die ganze Zeit ziemlich lange auf das leichte Wundenheilen angewiesen und auf Tempel, wenn wir uns schnell hochheilen wollen, wenn wir zu schwer verletzt sind. Im Augenblick geht es ja, im Augenblick hält es sich in Grenzen, was unsere Verletzungen angeht. So, wir können hier hoch und haben damit fast das ganze Gebiet erkundet. Oh, hier ist eine Sackgasse, hä? Ne, hier ist keine Sackgasse, hier können wir uns durch eine Felsspalte durchdrücken. Höhlen gab es hier ja keine in dem Gebiet. Man sieht auch hier, unterscheidet sich das Gestein von dem Gestein. Aber ne, Höhle sehe ich so keine. Außer das hier ist vielleicht eine, nö, ist es aber auch nicht. Oh, hallo Zombies. Zombies sind wir übrigens selten hier in dem Spiel, muss ich zugeben. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Man sieht hauptsächlich Skelette und Ghule. Da sind Zombies schon mal eine Abwechslung. Nicht unbedingt die angenehmste Abwechslung, aber sie sind es. So, weiter gehen Westen.
Mal sehen, was sich hier noch so finden lässt. Dumm, dumm.